Ja, hallo zusammen. Herzlich willkommen zu einem kleinen Fanpost-Video. Es ist ein kleiner, wilder Zusammenschnitt aus den Briefen, die ich in den letzten 2-3 Wochen bekommen habe. Und deswegen werdet ihr ein paar Schnitte zwischen den Videos haben, weil ich die Leute nicht ewig lange auf ihre Post warten lassen wollte, weil es sind ja auch Rücksendebriefe dabei. Und dann habe ich immer jeden Brief einzeln aufgenommen, um hier so eine kleine Compilation für euch zu machen im Adventskalender. Und ja, wir schauen einfach mal, was es so gibt. So, als erstes haben wir den Leonard aus Leipzig hier. Ein Brief hier in unserer kleinen Compilation. Ich sehe schon, da ist einiges drin. Gucke ich mal kurz. Rücksendeumschlag ist auch dabei. Und so, jetzt muss ich mal schauen. Ist das... Ne, ich denke mal, nur das hier ist zum Lesen. Schauen wir doch mal rein. So, hallo Schibi, ich heiße Leonard und wohne in Leipzig. Ich verfasse diesen Brief am Computer, weil meine Schrift nun ja nicht sehr schön aussieht. Ich möchte bitte von dir die drei Karten in den grünen, nicht in den grünen glitzernden Hüllen gesigned haben. Das Ganze bitte in Gold und unten rechts in das Artwork mit Schibi bitte. Kein Problem, wirst du kriegen. Die Karten in den durchsichtigen Hüllen sind für dich. Eine kleine witzige Sache habe ich in der schwarzen Hülle versteckt. Diese möchte ich aber bitte wieder haben. Okay. Dieses habe ich geerbt zusammen mit Karten aus der 4. Edition. Achso, es wäre nett, wenn du dir die Foils genau ansehen würdest. Die sehen teilweise sehr cool aus. Anschließend gibt es noch in der grün glitzernden Hülle ein wenig Baumschmuck für dich. Die Fäden zum Aufhängen findest du im Brief. Mega gut, wunderbar. Auch hier jetzt ja nochmal der Aufruf. Wer noch ein bisschen Deko für unseren Adventskalenderbaum hat, gerne weiterschicken. Anschließend noch ein paar Fragen. Was hältst du von LoL, League of Legends? Ja, ist ein cooles Spiel, ich finde die Community eigentlich ganz cool, wie da so Event-Reports stattfinden, alles auf Twitch, beziehungsweise diese ganzen wirklichen Ligen, die es da gibt, finde ich cool gemacht. Ich habe selber auch mal angetestet, ist ein cooles Spiel. Ich habe früher, als Dota noch ein Warcraft-Mod war, immer Dota gespielt, also gerade dieses Spielprinzip, die sind ja alle ziemlich ähnlich, LoL, Hon und Dota. Finde ich coole Spiele, im Moment halt eigentlich ja keine Zeit, um irgendwas zu zocken, aber... Definitiv solides Spiel. Und wenn du es sogar hast, wie heißt du da? Keine Ahnung, ich habe es irgendwann mal let's played, aber ich spiele es halt nicht aktiv. Lieblingsfilm, auch wenn es grammatikalisch gesehen keine Frage ist, Pulp Fiction. Hast du Instagram? Nein. Sollte ich es haben? Bei mir gibt es nur den üblichen Schwachsinn aus meinem Alltag auf Twitter, seht ihr auch teilweise auf Facebook. Sollte ich Instagram haben? Okay. Lieblingsbuch? Herr der Ringe. Das war's dann. Viele liebe Grüße aus dem schönen Leipzig und dass du weiterhin vollfetchig ziehst. PS heißt Postscriptum im Lateinischen. Ich habe einen Flooded Strand in Deutsch vollgezogen. Ja, mega nice. Liebe Grüße, dein Leonard. PS, Postscriptum. Ach ja, mach weiter so. Keine Gewährleistung auf orthografische Richtigkeit. Fair. Und alle Angaben wie immer ohne Gewähr, auch meinerseits, ne? Ist ja altbekannt. So, jetzt muss ich mal ganz kurz schauen. Drei Karten, grüne Hülle, nicht grün glitzernd soll ich sein. Dass wir das jetzt hier anständig getrennt kriegen. Grün glitzernd ist Baumschmuck. Okay, kriegen wir hin. Jetzt erstmal gucken, wie das hier alles verklebt ist. Meine Güte. Also, das ist normalgrün, das geht zurück. Normalgrün, grün glitzernd, schwarz. Durchsichtig ist für mich. Na komm schon. So. So, drei Karten. Sind hier auch drei. Oh, jetzt muss ich mal gucken, ob ich alles richtig habe. Nailia. Ich weiß ja immer nicht, ob sowas, sowas wie Stempelschutzkarten sind. Also, die Nailia gehört mit Sicherheit dazu. Ah ja, und zwei Nissas. Okay, das werden die drei Karten zum Signen sein, denke ich mal. In Gold ins Artwork. Ja, das ist kein Problem. Das mache ich. Geht dann auch schnellstmöglich an dich zurück. So, jetzt muss ich nochmal schauen. Schwarz ist das, was ich mir mal angucken soll, ne? Wie eine schwarze Hülle möchte er wieder zurückhaben. Schauen wir uns aber zusammen an, was es hier in der schwarzen Hülle gibt. Die Magic Hotline? Das habe ich ja noch nie gesehen. Oh, und dann hat er eine Busfahrkarte drauf. Bus gestempelt. Wann war denn das? Wie kann man denn da das Datum erkennen? Es war 17.10 Uhr. Weiß ich nicht. Ich fahre nie Bus. Ich habe ja ein Studententicket. Die Magic Hotline. Haben Sie Fragen zu Magic? Auch die Namen, die kenne ich gar nicht. Alles noch bei Amigo. Wie geil! Ja, das ist geil, sowas mal zu sehen. Das ist echt ein
historisches Stück Magic, was wir hier, glaube ich, haben. Mega geil, das mal hier zu haben. Super cool. Das wird auch wieder gut verpackt, kommt zurück. Dann schauen wir uns mal an, was kommt hier an den Baum. Ja, sind auch gelocht. Ja, die guten, mit sowas schmücken wir unseren Baum. Gerne weiterschicken, Tempelglocken. Feierliche Gabe, geschätzter Fund. Passt auch alles zu Magic, ja, hat er auf jeden Fall nachgedacht, der Leonard. Sehr, sehr geil. Das kommt dann zum Baum hin. Am 24. werdet ihr dann auch ein kleines Video zum Bäumchen sehen. Und hier soll ich besonders auf die Foil-Effekt... Ja. Ist sie wirklich so in Foil? Die ist ja mega geil in Foil, die Dryade. Habe ich nämlich noch nie in Foil in der Hand gehabt. Also wie hier das Rüstzeug glitzert. Sehr, sehr geil. Ja, auch gerade rote Karten finde ich in Foil halt super geil. Richtig gut. Ja, das sind wirklich schöne Foils. Muss ich recht geben. Ein Elementar. Oh, geil. Ein Wolfstoken. Oh, noch ein Leukrokrota. Unser altbekannter Freund. Hammer, gut. The Hive. Das hatte ich, glaube ich, auch noch nie in der Hand. Obwohl ich schon viele Karten in der Hand hatte. Super geil. Perfekt. Ja, also deine Karten, lieber Leonard, gehen auf jeden Fall an dich zurück. So signiert, wie du das haben willst. Ich lege mir das hier direkt alles so zusammen, dass ich das nicht falsch mache. Vielen Dank für deinen Brief, für die kleinen Gaben und für den Weihnachtsbaumschmuck. Und ja, Dankeschön. Und ich mache jetzt erstmal hier wieder einen. So, ein Brief von der Jacqueline aus Raststätte. Raststätte? Raststätte? Boah, ich bin immer so schlecht mit Städtenamen. Ich entschuldige mich wieder offiziell dazu. Oh, ist auch ein dicker Brief. Oh ja, ist auch ein 1,45 Porto drauf. Da ist wieder was Ordentliches. Gucken wir mal. So, ja, Rücksendeumschlag haben wir auch. So, dann schauen wir mal. Schauen wir als erstes natürlich erstmal den Brief an. Hallo, Schibi. Erstmal ein großes Lob für deine super Videos. Mach weiter so. Gerne. Wenn ich mich recht erinnere, hattest du in einem deiner Fanpost-Videos mal gesagt, dass deine Lieblingsfarben aus Magic schwarz, rot und grün sind. Korrekt. Junt ist Bestes. An dieser Stelle darfst du in die grüne Hülle mit der Zahl 1 gucken. Das ist nichts Beschriebene. Nein, ist nur Verpackungsschutz. Okay. So, in die grüne Hülle mit der Zahl 1 schauen. Und ich hatte leider keine rote Foil. Tut mir leid. Ist doch nicht schlimm. Ja, geil. Oh, sogar ein Leukrokota und die Leeches. Sehr geil. Schmiedegeborener Oreaden. Gesigned. Alles gesigned. Sehr cool. Optimal. Vielen Dank schon mal. Diese Karten sind vorab als kleine Belohnung da du einiges zu tun haben wirst. Okay. Die Karten in den schwarzen Hüllen mit den Zahlen 1 bis 6 hätte ich gerne immer eine in Silber und eine in Gold mit Schibi im unteren Bildteil signiert. Die Karten sind alle doppelt. Ah, okay. Das ergibt Sinn. Die gehen alle an mich zurück. Nun kommen wir zu der grünen Hülle mit der Zahl 2. Ich habe nichts anderes gefunden, sorry, bevor ich vergesse. Die schwarze Hülle mit der Zahl 7 bitte unten links im Bild mit Silber mit Schibi signiert und auch an mich zurück. Das ist alles kein Problem. Dann noch liebe Grüße an meinen Freund Michael aus Emstetten, dann gebe ich Magic-Spiele. Und schöne Grüße an alle Magic-Spieler da draußen. Optimal. Ja, ich grüße auch auf jeden Fall mal den Michael, falls er zuhört. Es ist immer gut, wenn wir... Leukrokrotas. Hammer. Sehr, sehr gut. Wie gesagt, immer, wenn andere Magic-Spieler neue Magic-Spieler ans Boot holen, immer sehr, sehr, sehr gut. Gut gemacht, Michael. Guter Mann. So. Die Karten lege ich auf jeden Fall zur Seite. Vielen Dank für deinen Brief. Du kriegst alles auf jeden Fall so, wie du es willst, signiert zurück. Und ja, danke für den Brief und ich mache erstmal wieder einen kleinen Schnitt. So, hier haben wir einen Brief von Tim aus Oberhausen. Rücksendebrief vorhanden steht hinten drauf, deswegen mache ich das Ding direkt hinter der Kamera auf. Hol den Rücksendeumschlag raus und dann schauen wir mal, was der Tim uns hier Feines gesendet hat. So. Rücksendeumschlag gefunden, perfekt. Und dann haben wir hier ein paar Karten. So, lieber Magic Chibi, ich wollte mich bei dir und deinem Team, und kurz gucken, ob die Kamera auch alles richtig ist, ja,
Ich wollte mich bei dir und deinem Team bedanken für so einen tollen Channel über Magic. Ich selber spiele noch nicht so lange Magic und konnte bestens neue Sachen auf deinem Kanal lernen. Ich gucke mir jedes deiner Videos an und freue mich immer wieder aufs Neue ein Video zu sehen. Ich habe dir zwei Karten, die du mit Shibi in Gold signieren sollst. Mitgesendet wahrscheinlich. Eine Vollkarte ist nicht signiert. Da wollte ich fragen, ob du diese entfärben kannst mit Aceton. Die soll ja nicht unbelohnt bleiben, deswegen schicke ich dir eine voll signiert und ein paar andere Karten, die dir gefallen könnten. Ich bin ein großer Sliver-Fan und habe auch ein Deck mit Sliver Hive Lord. Wäre nett, falls du so eine Karte hast, also einen Sliver, kannst du mir ja schicken. Da muss ich mal gucken, ob ich da noch was finde. Mit besten Grüßen, macht weiter so. Das werden wir so. Was war zum Signieren? Für mich, voll. Signierenden Gold. Reinigen. Kahns Karten sind super schwer zu reinigen. Das mache ich nicht. Die stecke ich ein und schicke dir was anderes. Am besten Alara-Karten. Karten aus Alara, Schwarz Alara, irgendwas. Die, wenn ihr Blankos machen wollt, entfärbt die. Ihr würdet auf keinen Fall neue Karten nehmen. Perfekt. Sehr schön. Vielen Dank. Die Karten werde ich hier natürlich signieren. Ich sehe gerade, wo ist mein goldener Shift? Ah, hier. Wunderbar. Alles da, werde ich sofort erledigen, dir zurückschicken. Die Vollkarte suche ich auch noch raus. Und ja, werde ich auf jeden Fall für dich erledigen. So, dann haben wir einen Brief von Florian aus Saale, habe ich mir von dem Umschlag gemerkt. Und ich habe hier einen Rücksendeumschlag. Der Brief hatte einen leichten Transportschaden und musste gucken, ob alles in Ordnung war. Es sieht aber auch alles perfekt aus, also kein Problem. Alles ist, glaube ich, gut angekommen. Hey Shibi, zuerst das obligatorische Dankeschön für deine Online-Unterhaltung. Am häufigsten schaue ich deine Unboxings und Duels of the Planeswalker Let's Plays. Ich muss sagen, deine Videos haben eine super Qualität, erklären die Karten und machen Spaß. Vielen Dank. Momentan spiele ich gerade eine Low-Budget Absan Outlast Deck. Ich habe die Deckliste mit dem Brief beigelegt. Könntest du dafür mal ein BOAB machen oder mir schreiben, wie ich es noch verbessern könnte? Das wäre total super, da ich noch nicht so einen krassen Überblick über das Spiel habe oder zumindest, was dir auf den ersten Blick auffällt zum Deck. Vielen Dank. Gucken wir mal. Ja, glaub, da schreibe ich dir was drauf. Ja. Schreibe ich dir eine Notiz. Kriegst du dann im Brief zurück. Wie du vielleicht schon gesehen hast, habe ich dir an bei zwei kleine Sleeve-Päckchen gesendet. Kannst du mir bitte die Karten signieren, die in dem Signieren-Päckchen sind? Das sind diese hier. Gucken wir mal. Das Jungle Hollow bitte in Gold ins Bild unten, die anderen beiden wie ich will. Gut, das Päckchen Finger weg darfst du haben. Leider habe ich bisher nur eine sehr überschaubare Sammlung mit sehr wenigen Foils, deswegen habe ich nur zwei entbehren können. Bevor sie jedoch öffnest, habe ich zwei Fragen an dich. Okay, gucken wir sofort. Ich muss erstmal hier gucken. Absan, also Jungle Hollow in Gold, dann haben wir hier ein Absan Charm und ein Absan Falconer. Perfekt. Das lege ich zur Seite. Das mache ich natürlich. So, ein bisschen aufräumen. Fragen. Was findest du an dem Wetland-Sambar so toll? Bester Name, einfach der Edition. Das Ding Feuchtland-Sambar zu nennen, war einfach zu krass. Das war zu gut. Was erwartest du von dem nächsten Set Fate Reforged? Also, was du hoffst, wird es geben. Was glaubst du, wird es nicht geben. Worauf freust du dich? Ich glaube nicht, dass der Fetchland-Cycle vervollständigt wird. Dass es also Reprint der Modern Fetchländer gibt. Das glaube ich nicht. Das ist das, was die Leute jetzt wahrscheinlich hören wollen. Ansonsten, was ich hoffe... Ich hoffe eigentlich immer gar nichts. Ich lasse mich immer sehr gerne überraschen, was die Kollegen bei Wizards machen. Ich bin in den letzten Editionen eigentlich immer super zufrieden gewesen. Deswegen hoffe ich einfach, dass sie es so weitermachen. Und nach dem Beantworten darf ich das Geschenk öffnen. Steht hier drauf, Finger weg, sonst Finger weg. Die Sleeves darfst du nach dem Brief lesen, auch behalten. Ah, perfekt. Ja, nice. Der gute Wettland-Samba, da ist er ja, und ein Crippling-Chill. Sehr, sehr geil. Und ja, das war's auch schon. Ich hoffe, du schaust dir mein Deck mal an. Nochmals vielen Dank für dein Engagement auf YouTube und den vielen Videos zu Magic. Viele Grüße an die Zuschauer und Games Island, euer Florian. Als gelbe Flecken drauf sind, das ist ein toller Drucker, okay. PS an Games Island. Habe ich folgende Frage, die wird dir, glaube ich, nicht beantwortet werden, weil der Support hier nicht drauf antwortet.
Ich habe mir vor ein, zwei Monaten MKM2 Fatpacks bestellt. Die waren gut verpackt, sind pünktlich angekommen, waren auch super, aber warum lag ein Player's Guide extra vom Verpacker dabei? Ich meine, bei den Fatpacks kriege ich ja schon je eins. Doppelt hält besser, aber ein drittes. Hat das einen tieferen Sinn, den ich nicht verstehe? So nach dem Motto, einfach ist gut, doppelt hält besser und dreifach ist overpowered. Wahrscheinlich wird es so sein. War noch einer über. Tatsächlich habe ich viele Leute gesehen, die Dinger unglaublich gerne haben, wollen sich aber kein Fatpack holen. Also ich glaube, du kannst dich freuen. Lieber eins zu viel, eins zu wenig, sag ich dann immer. Und ja, deine Deckliste, schaue ich drüber, lege ich dir mit in den Brief rein. Schreibe ich dir was zu. Den Brief wirst du dann wahrscheinlich sogar zurückbekommen, bevor das Video online geht. So, wir haben hier einen weiteren Brief. Ich gehe stark davon aus, dass er für mich ist. Magic Shibi. Ich habe mich angemalt. Von Philipp aus Mainz. Nicht weggestrichen, denn ich habe hier drauf Adresse nicht wegstreichen, noch benötigt. Ne? Nicht, dass es heißt, ich hätte hier Unfug gemacht. So, mein Gott, das ist ja mehr als gut verklebt. Wo ist meine Schere? Wo ist meine Schere? Oder kriegen wir es hier unten vielleicht auf? Ja, kriegen wir. So, da schon nichts wegstreichen sollte, denke ich mal, gibt es auch nichts zu verheimlichen. Mein Gott, ein riesiger... Ich glaube, ich habe ein Deck gefunden. Leer? Leer? So, wo fangen wir an? Mit dem Brief würde ich sagen. Viele, viele Briefmarken. Okay, ich darf also auch was zurücksenden und ein langer handgeschriebener Brief. Hey Dustin, sorry, dass ich dich mit meiner Handschrift belästige. Nee, finde ich gut. Alles cool. Falls du irgendwas nicht lesen kannst, schreibe ich es dir gerne nochmal auf Facebook. Mein Facebook-Name ist der in der blauen Hülle. Okay. Beruflich bedingt muss ich sowas lesen können. Aber erstmal Grüße aus dem schönen Mainz. Wir sind die drei Nerds, Ben, Laurenz und Phil. Ben und Laurenz spielen seit ungefähr 4 Jahren Magic, ich erst seit 2. Trotzdem trauen wir uns jetzt langsam an Legacy ran. Was draus wird, sehen wir dann. Den Foil Young Pyromancer kannst du gerne behalten, wenn du 2 Chain Lightnings für mich findest. Ich habe auf jeden Fall keine... Müssen wir dann nochmal verhandeln. Ich kann mal gucken. Den Preis kannst du dir durch die Lösung der folgenden Fragen verdienen. Oh mein Gott. Erstens, die Schere läuft auf dich zu. Kalter Schweiß steht auf deiner Stirn. Was kannst du gegen diese Mördermaschine tun? Schere ist ge... Was? Was? Das ist ein wichtiges Wort. Schere ist geucht? Geeicht? Gänscht? Was hat sie dir angetan? Du weißt selbst, wenn du stirbst, diese Wut wird die Welt nie verlassen. Was kann man gegen die Mörderschere? Die Schere läuft auf dich zu. Draufhauen. Mit einem Hammer. Einem riesigen Hammer? Thors Hammer? Das geht immer, ne? Das zählt, oder? Mjolnir gewinnt immer. Ihr müsst mein Gesicht sehen, was ich will. Dann ist das viel besser. Leider konnten wir keine Feuchtlandsambare finden, weder voll noch normale. Verzeih uns, dafür bekommst du den Fäulnismagier. Bitte folgendermaßen signieren. Okay, das dauert wohl etwas länger. Das sind ein paar Sachen. Dafür bekommst du den Fäulnismagier. Anna Fenser, Gold auf die Ziege. Riftbolz links Gold auf den Felsen. Lavaspike schwarz auf die Flamme. Unangreifbare Tugend plus Feldschmiede. Schwarz ins Textfeld, wo egal. Ja, okay, gut. Schwarz Textbox, Goblin Lecky und Brainstorm schwarz. Vielen Dank, Phil, Laurenz und Ben und Leonard. Okay, cool. Was hat sich in dir angestaut? Du weißt selbst, wenn du stirbst, diese Wut wird die Welt nie verlassen. Was? Geht's darum, dass ich meine Schere nie finde in den Videos? Oder auch was geht's? Mir fehlt immer die Schere. Auch im letzten Brief hat mir die Schere gefehlt. Es geht 100 pro meine Schere. Und trotzdem hau ich mit dem Hammer drauf. So, gewonnen. Gewonnen. So, was muss ich jetzt hier machen? Also, ich werde hier Autorenarbeit leisten und 3 Stunden irgendwas signieren. Mache ich natürlich sehr gerne, aber das machen wir auf jeden Fall nicht vor der Kamera, weil ich glaube, ich irgendwie ein Burn-Deck signieren darf. Mache ich natürlich gerne, aber für den Rest der Zuschauer
Das ist ja, das machen wir nächstes. Dann mache ich nicht auf der Kamera so. Das lege ich direkt zum Brief, weil das auf jeden Fall länger dauert. Ja, das war's für diesen Brief. Vielen Dank, Männers, für diesen Brief. Und ja, ich mache jetzt Boom, Paket von Anne. Hatte mir auch auf Facebook geschrieben. Wichtig ist, falls ihr euch wundert, wo kommen Paket und Päckchen her? Dafür müsst ihr mich separat auf Facebook anschreiben. So, was haben wir denn hier? Polstermaterial. Was haben wir hier? Briefmarken. Ich habe das schon mal aufgemacht, weil dafür musste ich länger aber jetzt meine Schere suchen. Wir hatten es ja im letzten Brief. Ein vorzeigbarer Brief. Wunderbar. Schauen wir mal. Hey Schibi, wir haben uns ja mehr oder weniger über Facebook verständigt, was den Tausch angeht. Ja, ich wurde gefragt, ob ich was tauschen möchte. Mit fies blau und mächtig rot machst du nichts falsch. Ich habe noch ein paar Karten reingepackt, die ich nicht spiele. Vielleicht kannst du ja was mit anfangen. Gepolstert ist mit Boostermüll, so kann ich alles verschwinden lassen, ohne dass meine Eltern motzen. Liebe Grüße, Anne. Ja, geil, jetzt muss ich hier wieder den Müllmann spielen. Danke, Anne, erstmal für das Päckchen. Ich hoffe jetzt, also es ist wirklich Boostermüll. Und da unten ist was drinne. Da muss ich nur aufpassen, dass hier nichts rausfliegt, weil ich möchte das nicht mit dem Boostermüll. Ja, das sieht aus, als ob da nichts rausgekommen ist. Sehr, sehr gut. Nur gucken, dass ich auch wirklich alles habe. Sieht gut aus. So, das kommt zur Seite. Ich will jetzt nicht sagen, das sieht aus wie ein Pfund Koks oder so. Also stelle ich mir einen Pfund Koks vor, wenn mir das jemand mit der Post schicken würde. Gucken wir mal rein. Was ich da so gekriegt habe und was du zurückkriegst, ist übrigens Überraschung. Wahrscheinlich wird auch dein Paket zu dir zurückkommen, bevor das Video online... Auf jeden Fall werde ich keinen Toilettenpapiermangel mehr haben in den nächsten Tagen. Oh. Da ist er. Der Gott der Stürme. Vorsichtig. Vorsichtig, wo sind meine... Wusste ich schon, dass der kommt. Wo sind meine... Ich brauche sowas wie eine Perfect Size. Ich werde nervös hier. Auf jeden Fall in eine neue Sleeve rein. Oh, Kai wird mich so hassen. Oh. Ach, herrlich. So. Und was haben wir denn jetzt hier noch? Das ist ja Bonus, da weiß ich ja noch nichts von. Ist das etwa Foils? Sweet. Geil. Gesigned. Eine Hornet Queen. Nice. Der Remasuri Schwarmfürst. Noch ein Keranos. Mein Gott, was soll ich dir denn alles schicken? So viele Karten habe ich doch hier gar nicht. Oh mein Gott. Wie geil. Wow. 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 Ich muss jetzt sofort auf Facebook gehen und dir eine Nachricht schreiben. Da muss ich mir was ganz Besonderes überlegen. Boah, wie geil. Boah, wie geil. Viel zu krass. Viel zu krass. Kann ich gar nicht handeln gerade. Viel zu krass. Viel zu krass. Erstmal bedanke ich mich bei Anne. Herzlichen Dank. Und werde alles Weitere mit ihr, glaube ich, über Facebook absprechen, weil das doch wesentlich krasser ist, das Paket, als erwartet. Da gibt es nochmal ein besonderes Dankeschön, würde ich sagen. Und ja, krass. Machen wir mal erstmal wieder einen Schnitt. Ja, das waren alle Unboxings für dieses Adventskalendertürchen. Ich wusste ja nicht genau, wann ich Stopp mache, welche Briefe, was, wie, wo in dem Video sein wird. Und ja, nochmal vielen Dank für alle eure Einsendungen. Ihr wisst, Adresse steht unten drin vom Postfach. Wer etwas Größeres schicken will als so ein DIN A4 Briefumschlag, der kann gepolstert sein. Alles, was Päckchengröße oder höher ist, schreibt mir bitte auf Facebook eine private Nachricht, weil die Sachen passen nicht ins Postfach. Und ja, vielen Dank, wie gesagt, für alle Einsendungen und danke für alles, was noch kommen wird. Ihr seid echt die Geilsten. Und wie immer wünsche ich euch erstmal noch einen schönen Tag. Bis demnächst. Ciao.